Ich bin so gespannt, ihr Lieben. Zuerst, bevor es losgeht mit dieser krassen Sorte von Hangdas, gebt dem Video unbedingt bitte einen Daumen nach oben. Ich habe das so lange nicht mehr gesagt, aber es würde dem Kanal und mir wirklich so, so helfen, die ganze Arbeit, die ich hier reinstecke, so ein bisschen zu belohnen. Deswegen würde mich wirklich mega freuen. So, jetzt. Kurze Info noch, diese Löffel, wenn ihr daran Interesse habt, sag Bescheid, ich habe ein paar davon aus den USA mitgenommen. Schreibt mir einfach bei Instagram. Wenn ja, Kommentare sind nicht so gut, da kann ich euch nicht antworten. Weil ich liebe diese Löffel und ich habe mir davon gleich ein paar mitgenommen aus den USA. Und ja, die sind einfach viel zu geil. Und ich habe mir aber auch noch diese hier mitgenommen. Beide sind größer als normale Teelöffel. Der hier ist halt besonders lang, deswegen benutze ich den sehr gerne. Aber ich finde, der hier ist halt von der Schaufel her sehr schön. Genau, und ich habe davon ein paar und auch schon ein paar an Freunde verschenkt. Und die ich jetzt noch habe, schreibt mir bei Instagram. So, jetzt aber zu Hangdas. Ich war im Shop und eigentlich wollte ich nur gucken, ob sie so ein paar Specials haben, von denen ich aber schon wusste. Also was heißt Specials, aber Sachen, die man im Supermarkt nicht bekommt. Also so Cookie Dough und so. Das hatten sie auch und das war ultra krass voller Cookie Dough Chunks. Also gefühlt mehr Keksteig als Vanilleeis. Blende ich euch jetzt mal ein. Davon habe ich mir nämlich dann auch was abfüllen lassen, weil es einfach so ultra geil aussah. Und das ist ja leider in Deutschland ja nicht der Pint verfügbar ist, was ich nicht verstehe, weil es in Holland oder auch UK, USA sowieso im Pint verfügbar ist. Und das ist so ein Klassiker, why not? Aber gut, dann hole ich es mir halt im Scoop Shop für 8,20. Das kostet nämlich übrigens ein selbst abgefüllter Pint dort. Das Coole ist, dort sind es noch 500 Milliliter. Und eine super geile Verpackung. Es sieht einfach so schön aus. Schaut euch das mal an. So schön bunt und toll. Und es ist so schwer. Es fällt mir fast aus der Hand. Es sind 520 Gramm, also 500 Gramm eigentlich purer Inhalt, 495. Weil der Becher wiegt immer so ungefähr 25, könnt ihr euch merken. Ja, also ist total crazy. Und ihr seht hier schon, ich habe es mir selbst drauf geschrieben, also schon wieder verwischt, da ist das Pistazieneis drin. Und ich habe dazu noch nichts auf der Website gefunden. Sie haben das also noch nicht gepostet. Deswegen bin ich super froh, dass ich davon natürlich wie immer Foodie, Instagram, blabla Fotos gemacht habe. Und ich werde euch jetzt einfach mal vorlesen, was es ist. Ihr habt es ja auch schon jetzt gesehen im Vorspann eben. Eiscreme mit Wirbeln aus cremiger Pistaziensoße. Und ich habe extra gesagt, da war nämlich, seht ihr im Video, dieser große Bunker, dass ich den haben will. Pistaziensplittern und karamellisierten Mandeln. Also wir haben Pistazienstückchen, quasi Almond Brittle, also karamellisierte Mandeln und Pistaziensoße und Eiscreme. Wisst ihr, was hier nicht steht, was für Eiscreme das ist? Ist das Pistazieneis oder Vanilleeis oder einfach nur Sahneeis? Ich vermute fast, dass es einfach nur... Es steht auf jeden Fall Limited Edition. Ich vermute, es ist vielleicht einfach nur Vanilleeis. Wir werden es sehen. Jetzt machen wir es mal zusammen auf. Ich bin so gespannt. Ich finde die Becher auch echt schön. Also wenn ihr den Hagelass Scoop Shop habt, zahlt nicht 3,50 € für eine Kugel, holt euch einfach für 8,20 € einen Becher und gebt dann noch schön Trinkgeld. Wow, schaut euch das einfach mal an. Es ist doch so heavy und schwer. Probieren natürlich wie immer zuerst das Eis. Ich glaube fast wirklich, dass es Vanilleeis ist. Ist noch sehr weich, aber ich war zu ungeduldig. Ist auch gleich Pistaziensoße mit dran, wie ihr sehen könnt, aber egal. Es ist ein Mysterium. Hatte gleich schon ein Stückchen mit drin. Es ist so voll mit Stückchen. Ich glaube, es ist Vanilleeis oder einfach nur Sahneeis. Aber es ist so gelb. Es könnte auch Pistazieneis sein. Ich kann es euch nicht sagen, weil es so verstrudelt ist. Die Soße, seht ihr auch schon, da sind auch direkt auch schon Pistazien und Mandelstückchen drin. Also ich schmecke gerade vor allem Mandelstückchen und auch nicht so krass Almond Brittle mäßig. Es ist auf jeden Fall sehr süß, sehr fettig, sahnig, sehr vollmundig im Geschmack. Aber es ist nicht, also total krass süß, so dass man es nicht essen kann, weil die Stückchen, also entweder sie haben den ganzen Zucker, weil das Karamellisierte schon an die Basis verloren und deswegen ist die Basis süßer, also dass sie es quasi so sich aufgeweicht haben und man deswegen an den Stückchen selbst keinen Zucker mehr hat, aber die sind jetzt nicht wie karamellisierte Mandeln vom Weihnachtsmarkt. Und diese Pistaziensoße ist halt einfach überall. Und die schmeckt wie so ein Pistazienkaramell. Ultra lecker, schmeckt auf jeden Fall nach Pistazie. Ich schmecke auf jeden Fall auch Mandel. Und irgendwas Vanillenotiges. Sollte irgendwann in der Zukunft die Beschreibung noch genau rauskommen, werde ich es euch unten drunter noch einfach in die Beschreibung packen. Aber es ist wirklich alles voll mit diesen kleinen Stückchen. Die sind ein bisschen aufgeweicht, muss ich sagen.
Aber das Eis schmeckt einfach so verdammt gut. Ich komme gerade gar nicht drauf klar, wie lecker das ist. Also wenn ihr Pistazien-Marzipan-Mandel-Fans seid, holt euch das. Es hat irgendwie alle Noten so ein bisschen mit drin. Wow. Und es ist einfach so voller Chunks. Die sind klein. Aber lecker. Und es ist echt, also es ist doch nicht so süß, wie ich dachte. Es ist echt angenehm. Mmh. Ich finde es richtig gut. Absolute Empfehlung.